Die Kreativität bei uns Menschen entsteht nur dann, wenn wir uns frei machen von all dem, was die Medien heutzutage bieten. Hier im Wendland in Shayan, in diesem Rundling, der ja so zentral entgegengesetzt ist zu all dem, was in den Großstädten lebt, hier hat man die Möglichkeit, sich zu konzentrieren. Mein Name ist Axel Kaas, ich bin studierter Germanist. Ich komme hier aus dem hannoverschen Wendland, habe hier lange Zeit als Lehrer am Gymnasium gearbeitet und dann die Leitung des Künstlerhofes übernommen. Es war ein Glück, ein Glücksfall für mein Leben, dieser Künstlerhof Shayan, weil es selten Stätten und Einrichtungen gibt in der Kultur, in der man so viel und so intensiv mit Künstlern zusammenkommt, mit deren Problemen, aber auch mit deren Potenzial, mit deren Perspektiven und Zukunftserwartungen. Und dass man das alles mitbekommen hat, hautnah, das war wirklich eine sehr, sehr aufregende und auch anregende Zeitspanne. Ich heiße Livien Westermann. Ich bin Schriftsteller. Also mein Stipendium beinhaltet ein Atelier, in dem ich arbeiten kann, ein monatliches Gehalt, mit dem ich meine Umkosten tragen kann und zum Beispiel in der Schweiz weiter Miete zahle. Und ich darf an diesem Ort hier sein und arbeiten für 3 Monate. Wenn ich Gedichte lese, ich lese sie immer laut, weil man muss sie für den Klang immer laut lesen. Vor den Toren der Stadt lag das Land, mit den Wellen aus Gras und den Wäldern aus Baum. Da wohnen die Mörder, sagten die Alten. Doch wir lachten sie aus und zogen davon in Kleidern aus Federn und Wind. Wir kamen zurück mit Moos auf den Händen und Honig im Haar. Die Alten jedoch lagen stumm in den Stuben. Sie waren ganz kalt und aus Stein. Wenn man die Bilanz zieht, kommt man auf 3 Büchnerpreisträger, Arnold Stadler, Reinhard Jergel, ne, und jetzt Jan Wagner im letzten Jahr. Mehrere Buchpreisträger von der Leipziger Buchmesse und von der Frankfurter Büchermesse. Das heißt also, wir haben das geschafft, einen relativ gesunden Mix herzustellen aus Leuten, die erst am Beginn ihrer Karriere stehen oder an Menschen und aus Schriftstellern und Komponisten, die sich schon bewiesen haben am Markt, im Literaturbetrieb und die da den Erfolg gehabt haben. Das ist, glaube ich, das Spannende hier im Künstlerhof. Also ich komme aus Griechenland und ich habe in Berlin studiert und da mein Lehrer hat gesagt, dass in Shayan sehr schön ist und dass ich mich bewerben sollte. Man hat Zeit, viel Zeit. Man kann nichts anderes machen. Man muss arbeiten, weil es gibt nichts anderes hier. Und das ist gut, weil zum Beispiel ich wohne in Berlin und es ist immer ein Problem, dass es gibt so viele Möglichkeiten und es ist immer Chaos. Aber hier ist einfach Ruhe und man kann einfach arbeiten. Es geht immer um eine eigene Art von Präsentation mit Bezug zur Region, zu den Menschen und zu den Künstlern, die hier sind. Und das wird vom Publikum auch gutiert. Also wir haben unten den Saal immer gut gefüllt und es kommt ein sehr verständiges und neugieriges Publikum, auch weit über die Grenzen des Landkreises Lüdenberg hinaus. Es kommen aus der Altmark und aus dem Großraum Uelzen, Lüneburg und auch aus dem Mecklenburgischen, aus dem Dömitzer Raum kommen Gäste und sind mit dabei. Die Stipendien im Künstlerhof sind auch sehr beliebt. Einfach weil der Künstlerhof ein gutes Renommee hat.
und es in Deutschland gar nicht so viele Stipendiatenstätten gibt. Die Zeit hier ist für die halt sozusagen ein Geschenk.